Sprechen wir über den Urban Twin und wir tun das mit einer sehr spannenden Runde, auf die ich mich sehr freue. Herzlich willkommen geht an Dr. Stefan Ostrau aus dem Kreis Lippe. Dort ist er Fachbereichsleiter für Geoinformation, Kataster und Immobilienbewertung und Sie sitzen auch als Vertreter im Deutschen Landkreistag. Das heißt, bei Ihnen geht es da auch um den Lenkungskreis, um das Lenkungsgremium auf Bundesebene, um das ganze Thema der Geodateninfrastruktur Deutschlands. Also sehr, sehr spannend. Herzlich willkommen. Danke. Mit dabei von der Stadt Essen, der Amtsleiter für Geoinformation, Vermessung und Kataster, Dr. Frank Knospe. Ich freue mich sehr, dass wir einen Ausflug ins Ruhrgebiet machen und darüber sprechen, wie der Urban Twin dort umgesetzt wird. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, und mit dabei der CTO von Esri Deutschland, Marco Priski. Wir haben uns aufs digitale Du geeinigt, was mich sehr freut, denn wir haben ja herausfordernde Themen heute und da ist es schön, wenn wir kurz und knackig unterwegs sind. Ja, schauen wir mal auf die Gemengelage der Kommunen, der Landkreise und der Städte. Dann sehen wir, die stehen vor wirklich großen Zukunftsaufgaben. Es geht darum, die Energiewende, die Mobilitätswende zu wuppen. Es geht um das ganze Thema des Klimaschutzes, um die Digitalisierung der Verwaltung, um bezahlbaren Wohnraum. Und da sagen Experten ja, wenn man diese Reise antritt, ist es sehr, sehr gut, wenn man unterstützt wird vom digitalen Zwilling. Ganz einfach, weil der ganz viel bewirken kann. Und ich frage mich ja, wie wir in dem Kontext in Deutschland eigentlich aufgestellt sind. Frank, ihr wart in Essen ja so etwas wie Pioniere, nämlich schon Anfang des Jahrhunderts habt ihr euch mit dem digitalen Twin beschäftigt. Damals hieß er nur noch nicht so. Nimm uns mal mit rein. Warum war das damals so interessant für euch und warum ist das heute auch noch der Fall? Die Fragestellungen sind ja nicht anders geworden, sondern die Möglichkeiten sind anders geworden. Das heißt also, wir haben plötzlich neue technologische Möglichkeiten eingeführt, wie Sensorik, LoRaWAN, Satellitenvermessung, Mobile Mapping. Das heißt also, die Möglichkeiten haben sich erweitert und damit sind neue Begriffe gekommen, Digital Twin, also der dreidimensionale Zwilling, und wir sind im Grunde genommen rausgewachsen aus dem 2D ins 3D rein. Ganz einfach, also es ist alles ein bisschen größer und noch besser in der Darstellung geworden. Die große Frage ist ja, wie ist es jetzt eigentlich in den Landkreisen? Sind die ähnlich unterwegs wie die Städte, weil die haben ja vor Ort eine ganz andere Gemengelage? Also ich denke, es geht um eine neue Innovationskultur, die greift. Da sind wir natürlich vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt wie die Städte, die sehr stark auch von Fördermitteln getrieben sind, insbesondere im Hinblick auf das Smart City Projekt. Aber ich denke, viele Landkreise machen sich auf, dieses System aufzunehmen, digitale Zwillinge aufzubauen. Und dann geht es natürlich auch darum, möglichst in die Fläche zu kommen, aber auch den Mehrwert gegenüber der Politik und gegenüber der Bürgerschaft zu erklären. Was ist die Motivation? Also in welchen Feldern seid ihr da aktiv? Im Grunde ist die Motivation in zweierlei Hinsicht vorhanden. Einerseits natürlich die Daseinsvorsorge für den ländlichen Raum, denn ich denke, wir denken mit 294 Landkreisen sehr viele Flächen ab und sind mit 68% der Einwohnerzahl doch sehr viel, die im ländlichen Bereich wohnen. Es geht uns um Fragen des Hochwasserschutzes, des Starkregeneinflusses, die Fragen auch, wie wirken sich langfristig die Klimaveränderungen aus, wie setzen wir die Energiewende um in Deutschland im Hinblick auf die Heizungsarten und was da eben noch eine Rolle spielt, und natürlich die Frage, wie können wir beispielgebend sein, beispielsweise im Bereich der Kommunen, was regenerative Dinge angeht, Umbauten unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. All diese Dinge können wir natürlich mittels Sensorik und echtzeitbasierten Massendaten aufbereiten und plakativ darstellen für politische Entscheidungsprozesse. Ich denke, das ist der Mehrwert dieser neuen Innovationskultur, digitale Zwillinge. Also Marco, man kann vorausschauend handeln, man hat ganz andere Darstellungsformen, eine ganz andere Datenlage. Du aus Sicht des Technologieanbieters, wie schaust du auf das Thema und wie gut wird es in Deutschland deiner Meinung nach schon umgesetzt? Ja, wie schaue ich auf das Thema? Da kann ich zunächst mal beipflichten. Ich glaube, es geht um Möglichkeiten. Wir haben einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, sowohl in der Technologie als auch in der Verfügbarkeit der Daten. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wozu wir diese Daten nutzen oder wozu wir auch diese Digital Twins aufbauen. Also die Fragestellungen, die wir beantworten wollen, die sind entscheidend. Und das ist genau das, was in der Digitalisierung den Vorteil bietet, dass wir mit Technologie realitätsnah die Daten zusammenbringen. Wir haben gehört Satellitenbilder. Ich würde alle Formen von Befliegungen, Befahrungen ergänzen. Und wir haben heute technisch die Möglichkeit, nahezu vollautomatisch aus diesen Daten 3D-Rekonstruktionen zu machen, 3D-Meshes nennen wir das, die wirklich fotorealistisch
das zeigen in 3D oder wenn wir Echtzeitkomponenten hinzufügen, auch in 4D, wie ich gern sage, die es uns erlauben, das Bild zu verstehen, die Planung aber auch wirklich visuell und natürlich mit Analytikwerkzeugen so aufzubauen, dass wir im digitalen Raum sehr, sehr realitätsnah arbeiten, planen, konzipieren, auch andere beteiligen können und dadurch uns massiv Zeit ersparen und vielleicht auch eben negative Impacts bei Baumaßnahmen, bei Veränderungen in den Städten einfach minimieren können, indem wir digital gut vorarbeiten und dann eben das Richtige an den richtigen Stellen umsetzen. Hocheffizient und damit am Ende wahrscheinlich auch sehr viel kostengünstiger, wenn wir es gut digital vorweg machen. Gehen wir mal ganz konkret in die Anwendung. Also wenn ich jetzt eine Starkregenvorhersage etwa haben möchte, wie kann der digitale Zwilling mich dort befähigen? Also wie sieht das konkret bei euch in der Anwendung vor Ort dann aus? Ganz konkret, wir haben 3D-Modelle, wo die Landschaft sich abbildet. Wir können durch Zerlegung der Erdoberfläche in Meterquadrate die Flussrichtungen präventiv festlegen und sehen quasi im Labor, wie sich die Fließrichtungen ergeben und können genau an den neuralgischen Punkten auch Maßnahmen ergreifen. Ob Heckenpflanzungen passieren, ob in der Kanalisation was gemacht wird, all diese Dinge lassen sich prognostizieren und simulieren, sodass für den Ernstfall, für den Fall des Falles auch eine gewisse Art von Prävention greift. Das ist nur ein Beispiel, wie man das macht und wir können natürlich diese Dinge auch sehr stark mit digitalen Möglichkeiten untermauern, KI-Prozesse, also künstliche Rechenprozesse, die natürlich diese Massendatenverarbeitung auch realisieren. Ich denke, das ist ein plakatives Beispiel. Können wir den konkreten Anwendungsbereich eigentlich jetzt auch schablonenhaft auf die Städte legen? Denn ich denke, das ist ja mehr als eine super shiny Skyline in 3D, der digitale Zwilling für euch. Das stimmt. Für uns war eigentlich die größte oder das größte Aha-Erlebnis, dass wir plötzlich 4D kam als Begriff, dass wir plötzlich Zeitscheiben hatten über Satellitendaten. Und wenn ich mir eine Brücke anschaue, dann gibt es einen Jahresgang einer Brücke, wo eine Brücke sich ausdehnt und wieder zusammenzieht, alleine nur über Temperaturunterschiede. Und wenn ich sowas in der Laufzeit beobachte, dann kommt im Ergebnis raus, wie tickt diese Brücke eigentlich? Und wenn ich das weiß, kann ich im Grunde genommen sagen, und jetzt informierst du mich aus meinem GIS-System heraus nur noch, wenn du von diesem abweichst. Das heißt also, wir kommen in automatische Prozesse rein, die es uns ermöglichen, nicht mehr jedes Datum selber anzuschauen, sondern im Grunde genommen zielgerichtet Informationen zu dem Zeitpunkt zu bekommen, wo sie entscheidungsrelevant sind. Marco, was ich ganz spannend finde, um jetzt hier die passenden Antworten zu liefern, sozusagen maßgeschneidert, wie geht ihr denn eigentlich vor, systemisch, wenn ihr einen digitalen Zwilling auf- oder ausbaut? Ja, zunächst ist sicherlich wichtig, dass man einen vernünftigen Rahmen, einen Bezug hat. Da kommen natürlich die amtlichen Daten, da kommen hochgenaue Vermessungsdaten zum Einsatz, um wirklich den örtlichen, den räumlichen Kontext präzise zu beschreiben. Und dann betten sich die Daten und Informationen ein, die für die Aufgabenstellungen erforderlich sind. Wir haben Brücke gehört, das ist was ganz anderes wie das Beispiel des Regens, des Starkregens. Also wir müssen uns die Frage stellen, wozu dient der digitale Zwilling? Danach können wir die entsprechenden Daten auswählen. Dann können wir diese Grundlagen schaffen. 3D ist heute sicherlich immer ein guter Ansatz, wenn man die Daten, wenn man diese Visualisierung erst einmal als Grundlage nutzen kann, denn dann lassen sich viele andere Aufgaben, Analysen viel einfacher darstellen. Ich bin da auf so ein Positionspapier gestoßen. Das kommt vom Deutschen Städtetag. Die haben sich geäußert zum Thema urbane Zwillinge und haben gefordert, es solle erstmal darum gehen, die inhaltliche Zielsetzung und die formalen Leitprinzipien zu formulieren. Das klingt ja sehr nach Basisarbeit. Was bedeutet das eigentlich konkret? Wenn man das mal in ganz einfache Worte kleidet, wird im Grunde genommen Geld mit Entscheidungen gepaart. Das heißt also, es geht letztendlich darum, wo muss ich besonders hinschauen, wo sind diese sensiblen Infrastrukturen, die volkswirtschaftlich gesehen, wir haben die Rolle der Daseinsfürsorge, die volkswirtschaftlich gesehen wehtun. Und da müssen wir als allererstes dran. Das heißt also, es werden Entscheidungsbäume gebaut. Was ist im Ranking wo an welcher Stelle wesentlich? Und dann wird die Finanzierungsseite mitgekoppelt im digitalen Zwilling und es wird gesagt, okay, in der Reihenfolge werden Sanierungen durchgeführt, in der Reihenfolge werden Veränderungen durchgeführt. Wir hörten Starkregen, Klimaanpassung, hat ja auch mit Invest zu tun. Also ein erfolgreiches Match deiner Meinung nach, Stefan, und auch insgesamt, wenn wir mal so auf die Herangehensweise und Ausgestaltung in Deutschland gucken? Genau, wir brauchen also Personen, die in der Lage sind zu erkennen, was sind die gesellschaftspolitischen Megathemen, was können wir mittels digitalen Zwilling umsetzen. Wir brauchen aber auch die Ressourcen nach innen in Form des Geodatenmanagements. Wir brauchen Daten
und das möglichst in Form von Plattformen als sogenanntes Gehirn dieser ganzen Datenphilosophie. Wir brauchen Infrastruktur und wir brauchen natürlich entsprechende Managementkompetenzen. Wir brauchen die Personen. Wir haben eine Umfrage im Bereich der Landkreise Nordrhein-Westfalen gemacht, wonach ungefähr 8 bis 10 Personen in diesem Bereich tätig sein müssen, um dieses Feld dann insgesamt auch begleiten zu können. Also insofern stellt sich dann natürlich die Frage, kann jede Kommune sowas aufbauen? Und jeder muss jetzt überlegen, denn wir sind jetzt an dem Punkt, wo es darum geht, in Deutschland ganzheitliche Digitalisierung zu prägen. Wer integriert sich in diesem Bereich, wer kooperiert? Mhm. Und ich denke, das sind Dinge, die in nächster Zeit anstehen, insbesondere auch für die Landkreise und die kreisangehörigen Kommunen. Also jetzt haben wir schon gehört, es sind ganz viele beteiligte Akteure. Wir sprechen über Schnittstellen, wir sprechen darüber, dass es unterschiedliche Datenlagen gibt, die es gilt zusammenzubringen. Das bringt mich sehr, sehr schnell zum Stichwort Open Data. Im Urban Twin fließen ja ganz viele unterschiedliche Daten zusammen. Wie kann ich es denn jetzt schaffen, aus diesen sinnbildlichen Solisten ein gut spielendes Orchester zu machen, Marco? Technologisch kann ich das nur beantworten, aber da haben wir natürlich mehr Vorgaben. Das sind Gesetzgebungen schon da, die uns quasi diese offenen Daten von allen Akteuren in einen gemeinsamen Raum bringen. Für uns ist wichtig, dass Open Data nicht ein Selbstzweck ist, sondern dass wir schauen, wie bringen wir sie in Nutzung, wie machen wir sie nutzbar. Deswegen investieren wir auch eine Menge Arbeit da hinein, dass wir entsprechende Portale haben, in denen die Daten gefunden werden. Dass nicht nur einfach einzelne Dateien zum Download bereitgestellt werden, sondern im Idealfall auch Services angeboten werden, die direkte Integration, die direkte Inwertsetzung dieser Daten ermöglichen. Das ist alles eigentlich unmittelbar diesem Zweck der Wertschöpfung, dass man also wirklich nicht die Bereitstellung als Schnittstelle sieht, sondern die Veredelung, die eigentliche Nutzung dieser offenen Daten an Dritten, an Vierten, die man selber vielleicht gar nicht kennt, wenn man die Daten bereitstellt. Perspektivisch gesehen, wahrscheinlich wird nicht jede Kommune in Zukunft über einen digitalen Zwilling verfügen. Woran liegt das? Liegt es vielleicht auch ein Stück weit an der Manpower? Du hast ja eben schon die Teamstärke angesprochen, die es braucht, um all diese Themen umzusetzen. Also ich denke, da sind die deutschen Landkreise unterschiedlich aufgestellt. Fraunhofer IESE hat ja eine Studie gemacht, wonach man den Aufbau der digitalen Zwillinge so in 5 Kategorien sehen kann. Von nicht bekannt über interessiert bis hin zur vollkommener Teil der Stadtgesellschaft. Und ich denke, wir reden im Hinblick auf diese 5 Stufen über mehrjährige Umsetzungsprozesse. Fast 10, 20 Jahre, die benötigt werden, um weiterzukommen. Und ich denke, diese Ressourcen, diese Energie, diese Nachhaltigkeit kann nicht jede Kommune leisten. Und ich denke, es wird darum gehen, zu kooperieren. Wir müssen uns austauschen. Wir brauchen PPP, die Kooperation auch mit der freien Wirtschaft, um hier weiterzukommen. Man kann natürlich vieles auf Open-Source-Basis beantworten. Aber wenn die Systeme da sind, müssen die auch bedienbar sein. Und gegebenenfalls muss Know-how eingekauft werden. Man muss wirklich mal dann 2 Spalten einer Tabelle machen und gucken, was ist das wesentlich günstigere für die Kommunen, um mit dieser Richtung dann insgesamt auch weiterzukommen. Ihr in Essen seid ohne Zweifel geoaffin, das haben wir schon gelernt heute. Welches Potenzial siehst du noch? Wie viel Luft ist für dich noch nach oben, Frank? Ich glaube, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Im Augenblick, wir bleiben mal bei Messtechnik, kann man schön dran festmachen. Im Augenblick fahren wir noch mit dem Messfahrzeug und messen selber. In 5 Jahren haben wir das Auto nicht mehr. In 5 Jahren wird irgendein kleines Kamerasystem in irgendeinem Flottensystem wie Müllfahrzeuge sein. Das heißt also, das Potenzial wird im Grunde genommen über das Mehr an Daten erstmal kommen. Wir werden sehen, dass IoT-Sensorik sprudelt ohne Ende. Also wir hatten vor 10 Jahren in Essen, sagen wir mal, 10 IoT-Sensoren laufen. Mittlerweile laufen Tausende, man kann das gar nicht fassen. Und wenn man das sieht, dann haben wir im Grunde genommen das einzige Problem noch, und da hilft uns denn Software, zu viel an Daten, um zu Entscheidungen zu kommen. Im Vergleich mit Google, ich gebe irgendein Stichwort ein und die Trefferliste hat 1.345.000, das wird unser Problem sein. Das heißt also, Filterprozesse und Intelligenzen zu bauen, die zum Schluss nur noch die Entscheidung trifft, mache ich oder mache ich nicht, darum geht's. Also ganz punktuell da die Learnings und die Datenlage rausziehen, die man vor Ort braucht. Eins ist klar, es bleibt total spannend und meine Perspektive auf unsere Welt hat sich ein Stück weit verändert und ich freue mich, dass wir so zukunftsfähig aufgestellt sind mit dem Urban Twin. Herzlichen Dank an dich, Frank, an Marco und an Stefan.